Hey, ich bin Tabea und heute möchte ich 5 Tipps mit dir teilen, mit denen du dein Liebeskummer einfach überwinden kannst. Und zwar ist es heutzutage so, dass die meisten Menschen und gerade wir Frauen sehr häufig in diesem Liebesdrama und in diesem Liebeskummer so verloren gehen und dem Ganzen viel zu viel Aufmerksamkeit schenken oder uns viel zu sehr in diesem Drama suhlen und viel zu lange in diesem Liebeskummer wirklich verweilen und die ganzen positiven Dinge, die es auf der Welt gibt und die ganzen Chancen, die wir haben, auch mit anderen Menschen dann einfach nicht mehr sehen können. Und es ist in der Gesellschaft heutzutage auch einfach so, dass dieses ganze Drama um Liebe und Beziehungen und so einfach so sehr gepusht wird, sodass wir da halt auch wirklich so reinprogrammiert werden und eben immer wieder in dieses Drama reinfallen zu lassen. Deswegen ist mein erster Tipp an dieser Stelle, erstmal realisieren, dass es kein Weltuntergang ist. Natürlich kann es wehtun, wenn man eine Trennung erlebt hat oder wenn man einen Menschen nicht bekommen kann, den man vielleicht gerne so gedatet hätte, mit dem man vielleicht gerne eine Beziehung eingegangen wäre. Aber es ist eben kein Weltuntergang. Und im Vergleich auf dieser Welt gibt es gerade Dinge, die einen wirklichen Weltuntergang darstellen. Es sterben Menschen, Leute verhungern, es werden Kriege geführt. Es gibt so viele teilweise wirklich schreckliche Dinge auf der Welt und wir sitzen dann zu Hause in unseren warmen Wohnungen, haben was zu essen, sind gesund, haben noch eine ganze Weile wirklich in diesem Leben, haben eigentlich kaum Probleme und machen aus Liebeskummer dann halt wirklich so ein riesiges Problem. Und wie gesagt, das heißt nicht, dass es nicht in Ordnung ist, Schmerzen zu spüren und diese Gefühle zuzulassen. Aber der erste Punkt ist wirklich erstmal einfach so ein bisschen so einen Schritt von diesem Drama wegzumachen und erstmal zu realisieren, dass du dadurch nicht sterben wirst, dass deine Familie dadurch nicht sterben wird, deine Freunde nicht sterben werden, dass du dadurch jetzt nicht unheilbar krank wirst oder so und dass du immer noch ein furchtbar langes, ein wunderbar langes Leben vor dir hast. Und ja, deswegen ist der erste Tipp einfach sich klar zu machen, dass Liebeskummer wehtun kann, aber dass es eben kein Weltuntergang ist. Der zweite Punkt ist, die Gefühle, die du fühlst, zuzulassen, aber dich da eben nicht zu sehr reinzuschmeißen. Das hat auch sehr viel mit dem ersten Punkt zu tun, nämlich auf der einen Seite die Gefühle jetzt auch nicht einfach wegzudrängen und zu sagen, ja, die gibt es ja gar nicht, die sind nicht da. Also wirklich schon Zeiten dafür nehmen, in der Woche oder auch einfach am Tag, wo du diese Gefühle zulässt, wo du die Trauer zulässt. Wo du es dir auch einfach, wo du es einfach akzeptierst, auch mal deswegen zu weinen oder wütend zu sein und diese ganzen Gefühle einfach mal rauszulassen und denen halt einen Raum zu geben. Aber dann halt auch wieder zu sagen, okay, jetzt reicht es, jetzt mache ich da einen Schlussstrich für heute und beschäftige mich eben wieder mit anderen Dingen. Das heißt, du könntest dir zum Beispiel sagen, okay, ich nehme jetzt ganz bewusst eine halbe Stunde oder eine Stunde Zeit, um in diesen Gefühlen zu sein, um da wirklich mich vielleicht auch so ein bisschen reinfallen zu lassen. Aber nach dieser halben Stunde oder nach dieser Stunde breche ich das dann halt wirklich ab, gehe wieder raus, mache andere Dinge, treffe mich mit Freunden oder so, sodass du dir quasi jeden Tag erlaubst, in diesen Gefühlen halt drin zu sein, solange sie halt noch da sind und denen einfach so Raum zu geben, auch so gefühlt zu werden. Aber du bist halt nicht den ganzen Tag konsequent in diesen Dingen drin. Und was du auch machen kannst, ist dir diese Zeiten mehrmals am Tag zu geben, zum Beispiel 2 oder 3 Mal, dass du einfach sagst, vielleicht, dass du dir morgens irgendwie ein paar Minuten dafür nimmst und mittags vielleicht noch, abends vielleicht möglichst nicht so lange, weil da meistens eher so melancholische Gedanken und so hochkommen, also am besten eher tagsüber. Und dir auf der einen Seite halt dann wirklich einfach erlaubst, diese Gefühle zuzulassen, aber darin halt nicht so komplett lost gehst. Der dritte Tipp ist, alle Liebeslieder, die irgendwie negativ sind, von deinem Spotify rauszukicken oder von deinem YouTube oder wo auch immer du diese Lieder hörst, von deinem alten MP3-Player. Also wirklich einfach alle Liebeslieder, die du hast, also alle Liebeskummerlieder oder alle Lieder, die irgendwie dramatisch sind und diesen Punkt 1 verstärken, dass du halt denkst, okay, die Welt ist untergegangen, weil der jetzt mit mir Schluss gemacht hat oder weil er mich nicht möchte oder weil er jemand anderen besser findet als mich. Diese ganzen Lieder einfach runterkicken. Ich habe das früher gemacht. Ich habe einfach alle Lieder, die irgendwie negativ waren, einfach mal für eine Zeit lang wirklich einfach komplett von meiner Musikliste
runtergekickt. Und das hat mit mir so viel gemacht, weil Musik so emotional ist und so viel Emotion mit uns in uns wecken kann. Und wenn du diese Lieder einfach durch positive Lieder ersetzt, durch Lieder, die dir Mut geben und die dich fröhlich machen und die dir einfach wieder so eine Lebensfreude geben, da kannst du deine Emotionen damit wirklich sehr stark in ein positives Licht rücken. Und dasselbe gilt auch für Bücher oder für Filme. Das heißt jetzt nicht, dass du nie wieder einen Jane Austen-Film oder so gucken kannst, aber wirklich einfach mal für eine Weile, gerade in dieser Liebeskummerphase, einfach alle Lieder, alle Songs, alle Bücher, alle Filme, alle Sendungen, die irgendwie dieses Drama enthalten, einfach mal für eine Weile nicht angucken, nicht anhören. Und du wirst wirklich merken, was für einen riesigen Unterschied das mit dir macht. Der vierte Punkt ist, mit Freunden darüber zu sprechen oder eventuell auch mit Geschwistern oder so. Also wirklich einfach nicht die ganze Zeit das alles in dich reinzufressen, sondern wirklich ja, mit Freunden darüber zu reden, dich auszutauschen. Und das heißt jetzt auch nicht, dass du jede Minute des Tages damit verbringen solltest, quasi deinen Freunden mit deinen Gefühlen vollzuheulen, das jetzt auch nicht. Aber es ist eben auch nicht gut, sich diese Gefühle komplett alleine in sich reinzufressen. Und manchmal kann es einfach unglaublich gut tun, mit einer Freundin darüber zu quatschen. Also dir wirklich einfach jetzt auch dosiert, also jetzt nicht irgendwie jeden Tag ein Jahr lang immer deine Freunde anrufen und dich immer wieder über diesen Liebeskummer aufregen, das natürlich auch nicht. Aber dass du merkst, dass es dir, wenn es dir gerade irgendwie schlecht geht, dass du dir einfach mal erlaubst, eine Freundin anzurufen, dich vielleicht mit der zu treffen, dich auszutauschen. Und du wirst merken, dass, ja, dass dich das sehr aufmuntern wird. Ja, und der fünfte und letzte Tipp ist es, nachdem du getrauert hast oder nachdem du diesen Liebeskummer zugelassen hast, eben auch wieder zurück zum Leben zu finden. Das heißt, nach einer Trennung dir vielleicht wirklich einfach ein paar Wochen Zeit geben, wo du einfach damit klarkommst, wo du da einfach so trauerst und das verarbeitest. Aber nach diesen Wochen dann halt auch wirklich wieder zurück zum Leben zu finden, was mit Freunden zu machen, zu Partys zu gehen, neues Hobby auszuprobieren oder vielleicht dich auch mit neuen Typen zu treffen, mit neuen Männern. Vielleicht einfach mal eine Dating-App runterladen, wobei ich Dating-Apps auch nicht so empfehle. Oder einfach mal einen Mann ansprechen, also was auch immer du machst. Auf jeden Fall nicht jetzt ein ganzes Jahr lang oder ewige Monate lang die ganze Zeit in dieser Trauerphase drin versauern, sondern wirklich dir halt ein paar Wochen Zeit nehmen. Oder meinetwegen, wenn es eine lange Beziehung war, vielleicht sogar ein paar Monate, wenn es denn sein muss, aber auf jeden Fall dann einen Punkt finden, wo du dann sagst, okay, ich habe jetzt getrauert und jetzt gehe ich eben wieder auch raus. Und wie gesagt, du kannst eben auch, während du rausgehst, während du mit Freunden was machst, während du wieder so zum Leben zurückkehrst, kannst du ja trotzdem jeden Tag noch eine halbe Stunde oder Stunde oder so Zeit nehmen für diese Gefühle. Aber es ist halt wichtig, nicht in dieses Dramaloch zu versinken, weil umso länger man in dieser Liebeskummerzeit drin ist und umso mehr man dann Zeit zu Hause verbringt und nichts mehr macht und sich nicht mehr bei seinen Freunden meldet und so, umso mehr lost geht man halt in diesem Gefühl und in diesem Zustand. Deswegen ist es wichtig, nachdem du die Gefühle zugelassen hast, nachdem du diese Phase der Trauer hattest, dann eben auch wieder zurück zum Leben zu kehren und ja, einfach Dinge zu machen, die dir Spaß machen und halt entweder dein Single-Leben einfach zu genießen und vielleicht einfach Dinge zu machen, für die du während der Beziehung nicht so viel Zeit hattest oder dir eben irgendjemand anderen anzulachen, weil es gibt viele wunderschöne Männer auf der Welt. Warum also nicht dich mit einem anderen Mann treffen? Gut, das war's für heute und wir sehen uns im nächsten Video oder in einer Podcast-Folge. Bis bald!